zwar bin ich heute unterwegs im BMW M2, in dem Fall im BMW M2 Facelift. Das heißt, wir haben eines der letzten Modelle, bevor dann die Produktion bei BMW auf den aktuellen M2 Competition umgestellt worden ist. Mit dem neuen Motor, mit dem S55 B30, aber dazu kommt man nachher in einem extra Video. Ich mache jetzt ein kleines Video, nur kurz zum Thema M2 und M2 LCI. Wir haben hier noch den N55 B30 verbaut, der auch in den 35i Modellen verbaut ist. Natürlich mit anderen Bauteilen, anderen Innereien und diversen Änderungen, um diese 370 PS und 465 Newtonmeter, was dieses Fahrzeug hier Serie leistet, natürlich haltbar fahren zu können. Thema haltbar fahren zu können ist so ein Thema. Natürlich haben wir auch hier wieder Spielraum, Toleranzen nach oben, um natürlich deutlich mehr oder noch mehr Leistung fahren zu können. Aber BMW bzw. die MGBA hat natürlich hier noch Hand angelegt und diverse Sachen verändert. Man merkt es auch schon am Fahrwerk, am ganzen Fahrverhalten vom Auto. Man kann dieses Auto jetzt M235i mit dem M2 keinesfalls vergleichen. Zumindest ist das meine Meinung. Und da stehe ich auch dazu, weil der M2, der geht ganz, ganz anders zu Werke. Der ist untenrum, ja, wir haben hier einen 6-Gang Handschalter, der ist untenrum richtig giftig. Obwohl aktuell nur im Komfortmodus. Wir haben ja um den Gefrierpunkt aktuell und die Straßen sind leicht feucht. Aber wie schon gesagt, man muss auch hier, jeder der so ein Fahrzeug hat, der weiß das, sage ich mal, das Fahrzeug schon beherrschen können. Was ich gut finde, beim Runterschalten des Zwischengas macht er sehr, sehr gut. Macht er normalerweise in Komfort nicht, macht er nur in Sport. Aber in Sport macht es richtig, richtig gut. Ja, ich möchte mal kurz auf das Fahrzeug selber eingehen. Also ich habe gerade schon erwähnt, wir haben 370 PS und 465 Newtonmeter. Und natürlich haben wir auch hier noch die Möglichkeit, Hand anzulegen, sowie Software und Hardware natürlich. Das heißt, man kann mit Hardware nochmal deutlich mehr rausholen. Und wir liegen im Schnitt so bei Stufe 1 bei knapp 410 bis 420 PS und knapp 580 Newtonmeter. Hängt da immer ein bisschen davon ab, wie die Streuung ist. Manche liegen auch ein Stück höher, manche ein kleines Stück weiter unten. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Regel ist eher, dass diese Autos ziemlich weit nach oben streuen. Ja, Stufe 1 wäre rein nur eine Hardware-Geschichte, eine Software-Geschichte. Ich bitte um Verzeihung. Stufe 2 wäre in dem Fall mit einer Downpipe und einem Ladeluftkühler. Da liegen wir knapp bei 440 PS und 620, 630 Newtonmeter im Schnitt. Wem das nicht reicht, der muss dann in den Bereich Turbolader gehen und diverse weitere Änderungen vornehmen. Da ist halt immer die Frage, was ist Kosten-Nutzen. Also die Stufe 1 liegt bei 999 Euro inklusive Prüfstand und die Stufe 2 mit Downpipe, die variiert, hängt immer davon ab, was ihr für eine Downpipe kauft. Kauft ihr was mit Zulassung, kauft ihr was ohne Zulassung, da gibt es von Preisspanne 400-500 Euro bis 1500 Euro, ja, soweit alles. Das heißt, das müsst ihr rein selber entscheiden, was ihr da haben möchtet. Ich bin der Meinung, eine schöne EWG Downpipe und eine gesunde Stufe reicht hier vollkommen aus, weil ich finde, er ist serisch definitiv schon nicht langsam. Das muss man einfach mal sagen. Und es ist wirklich richtig gut gemacht, auch das Fahrwerk. Er ist zwar unruhig am Grenzbereich, aber es vermittelt nie ein Gefühl von, zumindest nicht bei mir, nie ein Gefühl, dass er nicht handelbar ist. Also er ist biestig, giftig, aber gutmütig, also mit leichten Eingriffen, wenn man das ein bisschen beherrscht, auch wieder schnell, gut kontrolliert fahrbar. Ja? Und das finde ich, haben sie richtig, richtig gut gemacht.
dem machen wir nachher ein paar Vergleichsvideos, Thema Sound, Thema Optik. Aber leider ist der M2 Competition in DKG. Das heißt, ich kann euch gerade nicht mal sagen, der Vergleich M2 zu M2 Competition. The different, wie verhält sich das Fahrwerk, wie fährt er sich, wie liegt er. Hier muss ich auf jeden Fall sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen DKG und Schalter, müsste ich ehrlich sein, ich würde mir einen Schalter bestellen oder einen Schalter kaufen. Weil es doch einfach zu dem Fahrzeug, es ist puristisch und es passt besser. Auch vom Feeling her mit dem Zwischengas. Und der Motor ist schon relativ biestig. Also das habe ich ja schon gesagt. Und Klangkulisse finde ich, wenn ich ehrlich bin, relativ gut. Vielleicht können wir ja nachher nochmal eine Kamera draußen an Auspuff hängen. Straße zu bringen.